Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier immer noch unterwegs. Wir haben jetzt zum Glück das Ding hier fertig gemacht. Aber wir brauchen noch irgendwie Schwimmflossen. Wo waren die jetzt nochmal? Hier, die Flossen. Dafür haben wir aber nicht genug Kunststoff. Seetank brauchen wir noch dafür. Und ja, das wird eine ordentliche Herausforderung. Damit wir ein bisschen schneller schwimmen können. Aber ich würde das erstmal hier vielleicht so zwischenlagern. So, hier können wir ja nichts reinpacken. Hier lassen wir das mal. Die Kartoffeln lassen wir auch mal hier auf Tasche. Komm, wir packen den Rest erst einmal alles hier mit rein. Und dann gehen wir mal runter, ein bisschen weiter. Wir müssen ja jetzt schwimmen. Viel tauchen und alles. So. Autsch. Benötigt 4 Teile eines Scheinwerfers. Die müssen wir jetzt alle finden. Je, steht hier. Ja, Boris, ne, Bruce. Ich weiß, du hast Hunger. So, Baustellenhelm aufnehmen. Haben wir eine neue Kopfbedeckung freigeschaltet. Geht's hier noch irgendwie weiter? Na, nein, hier komme ich nicht durch. Verdammt. Kann ich schneller schwimmen? Ich brauche Luft. Wo ging es hier nochmal raus? Hier. Wo waren die Luftbläschen? Ja, ich brauche Luft. Gruß, bitte. Okay, jetzt habe ich. Gruß. Autsch, danke Bruce. Gibt sonst nichts. Wo ist Bruce? Ah, Bruce. Bitte. Ich muss Bruce loswerden. Nein. Ja, das ist knapp. Zum Glück haben wir Heilsalbe. Und ist tatsächlich eine neue Kopfbedeckung. Und hier auch nochmal ein bisschen was. Ah, das ist der gute Stuff. Diese. Das ist der wirklich gute. So, aber irgendwo muss es doch hier weitergehen. Da ist ja auch noch eine Öffnung. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon drin waren. Ne, hier sieht es noch nicht so aus. Das sind ja Nägel. Tür von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, hier muss irgendwo einen anderen Eingang geben. Vielleicht hier. Das sieht danach aus. Wo ist Bruce? Ja, hier geht's hin. Hier geht's weiter. Einmal kurz Luft holen. So, die Kiste nehmen wir auch noch mit. Sonst gibt es hier nichts, oder? Hier gibt es sonst nichts.
Okay, muss ich jetzt weiter schauen? Hier geht es ja auch noch ein bisschen weiter runter, glaube ich, oder? Genau hier. Oder hier rein. Ui, da war ein Ruckler. Jo, ich habe keine Ahnung, was den Erdbeben verursacht hier. Da geht es aber nicht weiter. Jetzt muss ich aber noch mal kurz zurück, weil die Luft geht uns aus. So. Da unten bestimmt. So, Luftbläschen. Brauche euch. So, dann noch mal hier runter. Okay, hier gibt es auch nichts. Ah, aber hier gibt es Luftbläschen. Okay. Weiter unten. Da sieht so aus, als müsste man dahin. Ja, hier sogar gekennzeichnet mit einem G. Okay, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Ich habe bisher keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, noch tiefer brauchen wir auch nicht. So. Gibt es hier irgendwie noch was, wo man rein kann? Da ist auf jeden Fall was gekennzeichnet mit diesen leuchtenden Blumen, sage ich jetzt mal. Korallen. Die zeichnen auch noch irgendwie einen Weg, dass man irgendwo hin muss. Die kommen von da unten irgendwo. Ich glaube, hier unter Wasser zeigen die, wo man hin muss, glaube ich. Alles, was hier leuchtet. Oder auch nicht. Ah, ich hatte Hoffnungen. Ich hatte Hoffnungen. So, einmal kurz hier Luft holen. Dann bin ich gespannt, wie lange noch mein Sauerstoff hier hält. Meine Sauerstoffflasche. So, Seetang nehmen wir aber mit. Gar nicht, wo ich hin muss, wirklich. Hier müssen wir irgendwie rein, aber wenn ich da reingehe, gehe ich mal von aus. Gibt es erstmal. Bzzzt. Da haben wir nochmal Seetank. Hier haben wir noch ein G. Waren wir hier schon drinne? Ja, hier waren wir schon. Ich stecke hier gerade fest. Hallo. Genau da bin ich jetzt reingeschwommen. Super. Wir haben zwei Teile eines Scheinwerfers, die wir aber. Wir brauchen vier. Oder brauchen wir vier? Nötig vier Teile eines Scheinwerfers. Autsch, danke, Bruce.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wo habe ich die Teile übersehen? Digga, Bruce. Komm, Bruce, geh drauf. Jetzt schnell Luft holen. Ich brauche Luft. Wo war Luft? Luft. Luft. Ganz schnell hoch. Jo. So, wo ist Bruce? Da ist Bruce. Bruce geht mir nämlich schon so auf den Zeiger. Komm her, Bruce. Autsch. Komm, Bruce. Mann gegen Mann. Wie viel hält der aus? So, das war's mit Bruce. Und jetzt erstmal wieder Luft holen. Jo, ich merke schon. Sauerstoff wird knapp. So. Aber die Baustellenlampen müssten da unten sein, oder? Die müssten schon hier irgendwo sein. Aber hier schon? Ah! Ne, doch nicht. Doch, hier. Hier waren wir noch gar nicht. So, dann erstmal kurz hier unter Wasser schön was essen. Nein. Da haben wir wieder den nächsten Anglerfisch. So, aua. Okay, jetzt haben wir den. So, ich hoffe, wir kriegen genug Teile, um einen neuen Bogen zu bauen. So. Hier sehe ich jetzt nichts. Aber okay, wir haben jetzt zumindest den nächsten Bereich gefunden. So, jetzt eben ganz schnell zu Luftblasen. Brauch Sauerstoff. Das Ding ist kaputt. Scheiße. Geht's auch noch nach oben. Aber wir haben hier ja noch eine Tür. Autsch. Ich habe keine Waffen mehr. Aber immerhin können wir hier jetzt ein bisschen rumlaufen. Kann ich jetzt eben einen neuen Bogen bauen? Okay, dafür brauche ich zumindest nur Planke, Seil und Bolzen. Immerhin. Da haben wir noch einen Teil.
Okay, fehlt jetzt nur noch einer. Damit wir weiterkommen. Und so, können wir hier rein? Nö. Aber hier. Hier ist aber kein Viech, das mich angreifen könnte. Da ist noch eine Tür. Da haben wir den. Wir haben alle vier Teile. Nice. Und hier noch ein Paket. So, noch ein andere paar Teile. Da können wir jetzt eben noch mal ganz schnell aufs Schiff zurück. Komm. So. Ne, jetzt muss ich abwarten, ne? Und schnell. So, nein. Komm. Ernsthaft? Bruce ist noch am Leben? So, dann packen wir den hier mal drauf. Und tauschen das hier mal so um. Noch ein lecker Fischbraten, also Haibraten. Was ist denn das für ein Rezept? Pilzomelett. Bin top. Haben wir schon Pilzomelett? Nein, haben wir noch nicht. Packen wir dazu. So, und dann erstmal alles hier noch mal kurz zwischenlagern. So, alles was hier reingehört, hier rein. Alles, was hier reingehört, hier. Ah, Metallbarren haben wir schon voll. So, warte mal. Wir können eben. So, wir brauchen für Seil. Wo war Seil? Hier. Warum die Seile jetzt da unten? Und wo hatten wir jetzt einen Bogen gehabt? Hier. Jetzt haben wir die Bolzen nicht. Hatten wir die Bolzen. Einen brauchen wir. Okay. Haben wir einen neuen Bogen. Nice. Immerhin. So, was können wir noch? Hier können wir einiges hinlagern, zwischenlagern. Wo haben wir die Wassermelone her? So. Metallspeer. Okay, wir haben wieder einen Metallspeer. Den hier brauchen wir nicht. Weg damit. Warte, haben wir noch irgendwas für hier? Ach komm, die Wassermelone können wir hier reinpacken. Irgendwas hier rein oder hier? Nee. Oh gut, den packen wir auch erst einmal vorübergehend hier hin. Den machen wir. Wie? Ja, okay. Um die Dinger brauchen wir uns gar nicht mehr zu kümmern. Bin mehr als genug davon. Und das kann weg. So, Bruce, bitte weg. Autsch, ich komme hier gerade nicht durch. Nein. Warum konnte ich jetzt da nicht durch? So, hier gibt es wieder Luft. Kümmern wir uns jetzt mal um den Fisch. Ja, nice, den haben wir jetzt. Und wir haben hier noch einen. Talking about me this morning. They call me the grabber. It's growing on me. I moved my cache. It's higher up now, on a new floor, right under their noses. The foreman complained about the lack of cameras. Like that didn't matter.
I wouldn't get caught even if the walls had eyes. I'm starting to get good at this. Okay, Reva. Alles hier sein wird, glaube ich, oder? Haben wir jetzt ernsthaft 5? Libyen? Brauchen wir 5 überhaupt? Hier sind wir auf jeden Fall durch. Da können wir ja eh nicht rein. Oben hatten wir auch, glaube ich, schon alles durch hier. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Okay, Bruce. Ah ja, hier, das brauchen wir nicht. Ja, Bruce. Okay, das war jetzt daneben. Können wir jetzt hier rein? Da können wir kurz Luft holen. Ich glaube, da müssen wir auch hin, wegen dem G. Ah, okay, da kommen wir eh nicht weiter. Und hier haben wir noch eine Kiste. Sushi? Wir können Sushi machen. Ich brauche dringend wieder ein Tauchgerät. Noch eine Notiz, nice. Don't work on new floors anymore. Everyone is scared of the grabber. There's talk about leaving before the water gets even higher. Leaving for that other construction project. The one taken over by rafters. They call it Utopia. The only Utopia I need is right here. I started to secure the tower. As long as I live, no one will claim my treasure. No one will reach my nest. Okay. Das ist alles vom Grabber gemacht worden. Oh. Ups. Ach so, hier muss ich hoch. Alles Grabber-Revier. Grabber-Territorium. Nee, funktioniert so nicht. Okay. Autsch. Welche Richtung habe ich jetzt geguckt? Das war das. Nein! Warten auf Rettung. Ich wollte es mal riskieren. Hä? Aber okay, wir sind noch immer hier. Da können wir eben noch das schnelle Fleisch holen, was hier fertig sein soll. Und die beiden noch mal kurz grillen. Ah, den hier auch noch. Und noch mal runter. Den ganzen Weg nochmal von vorn. Aber geile Falle auf jeden Fall. Ich dachte, da bleibt dann, also, dass da nichts mehr wieder mit passiert oder so, wenn man einmal durchging. Das schon einmal ausgelöst war und bleibt. So. Nicht da. Da lang. Ja, aber egal. Dann ist es halt so gewesen. So, nochmal alles hier durch. Hier nochmal so. Und so.
So weit kamen wir zumindest. Und hier nochmal einer. Zwei. Da ist eine Kiste. Die wollen wir haben. Autsch. Autsch. Jo, das war jetzt gefährlich hier. Okay, und da ist die nächste Falle. Das wäre übel, das wäre echt übel ins Auge gegangen. Bin ich hier jetzt noch richtig? Ja, hier bin ich noch richtig. Mein Bauplan. Und Schlüssel zum Großlager aufnehmen. I would be bored these days, if the motherlode wasn't on the forefront of my mind. The water stole it from me. I should have acted sooner. Now there's trouble in the way. It's risky to deal with, but it might be worth it. The thought gnaws at me. Ah, but it's just one shark. How hard could it be? Was? Der redet jetzt aber nicht von Bruce, oder? Alter, meine Mutter. Entschuldigung, muss gerade aufstoßen, weil ich die ganze Zeit hier diese neue lila Fanta trinke. Aber der redet jetzt nicht die ganze Zeit von Bruce, oder? Weil er hier so ein Hai erwähnt hatte. Jo, Inventar ist voll. Was haben wir hier? Scharnier, Scharnier, Scharnier. Was können wir wegschmeißen? Barbecue haben wir schon. Sushi haben wir noch nicht, aber das hier. Mangonana haben wir schon. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Diesen Weg hier erkunden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!